Herr Zach, ich wollte Sie gern wieder nochmal in die Runde zurückbringen, jetzt auch wegen der Wagenburg-Mentalität oder was Herr Gollitz auch gerade gesagt hat. Sie waren ja damals auch im Staatsministerium, als der Rücktritt dann anstand, 1978 im August. Wagenburg-Mentalität kann man so sehen, muss man aber nicht so sehen. Der Nachfolger stand relativ früh schon bereit und war klar, wer es wird. Haben Sie das aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Perspektive damals so empfunden im Staatsministerium, dass Hans Filbinger doch auch in den eigenen Reihen frühzeitig bei dieser Affäre die Fälle davongeschwommen sind? Nein, man kann nicht sagen, dass ihm frühzeitig die Fälle davongeschwommen sind. Ich denke, bei der Diskussion, die wir gerade führen, sind viele Aspekte genannt worden. Es sind alles Facetten, das muss man klar sehen. Es gibt keine in sich schlüssige Gesamterklärung. Ich will meine doch noch dazu sagen. Zum einen, für mich ist eigentlich sein Verhalten generationentypisch. Es ist nicht anders als das vieler unserer Väter, die aus dem Krieg eben zurückgekommen sind und über das, was sie erlebt, vielleicht auch was sie getan haben, nicht geredet haben. Und Hans Filbinger war mit Sicherheit genauso, auch vom Typ her, gepolt, dass er nicht unbedingt darüber gerne sprechen wollte. Und es ging ja auch eine ganze Weile gut. Es war ja, Hochhuth war ja nicht der erste Angreifer. Es gab ja vorher schon Angriffe und die wurden jedes Mal mit juristischen Mitteln abgeschmettert und das hat eigentlich die Öffentlichkeit nicht interessiert. Das war das eine. Das zweite war, und jetzt komme ich doch nochmal auf den Slogan Freiheit statt Sozialismus, 2 Jahre vorher. Herr Schlauch, bei Ihrem Naturell wundert es mich nicht, Sie haben gelächelt. Viele Sozialdemokraten haben nicht gelächelt, die waren bitter, bitter böse und getroffen, unter anderem natürlich Erhard Eppler. Und warum diese Schärfe? Also für mich ist das eigentlich ziemlich klar. Das ist ein Aspekt, der heute noch gar nicht angesprochen worden ist, wahrscheinlich heute Vormittag. Baden-Württemberg, die CDU Baden-Württemberg war in einem steten Konkurrenzkampf mit Bayern und mit der bayerischen CSU, sprich mit dem Übervater Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß war im Grunde im Unionsbereich das Maß aller Dinge. Und man darf nicht vergessen, ein paar Monate vor der Wahl ereignete sich Wildbad Kreuth. Es war es drohte die Gefahr einer Spaltung. Das heißt, der Wahlkampf musste polarisierend sein aus Sicht der CDU, um hier die eigenen Leute wirklich hinter die Fahne des Ministerpräsidenten zu zwingen. Und niemand hat das besser gewusst und instrumentalisiert als Gerhard Mayer-Vorfelder und eben die Truppe. So, aber dieser Freiheit statt Sozialismus Wahlkampf hat natürlich ganz, ganz tiefe Wunden geschlagen und es ist nicht verwunderlich, dass wenn sich dann die Möglichkeit einer politischen Revanche ergibt, dass die dann auch wirklich genutzt wird. Letzte Bemerkung, die Wagenburg-Mentalität war erdrückend. Es war, es lief keine Politik mehr, sondern man versuchte sich einfach durchzuhaspeln. Durch dieses Urteil, jenes Urteil war er da Ankläger, hat er da ein Todesurteil beantragt, war derjenige schon nicht mehr greifbar. Dann kamen wieder Meldungen aus dem Bundesarchiv in Kornelimünster. Dann wurden Zeitzeugen, Entlastungszeugen ins Stami gerufen. Es war eine traumatische Zeit. Es gab keine vernünftige Politik mehr. Es gab nur noch Vergangenheitsbewältigung. Und das führte bei mir als junger Mann dazu, dass ich sagte, das halte ich nicht aus.
Ich habe in meinem Roman Monrepos deswegen diesen Teil, dieses Kapitel gar nicht beschrieben, sondern in die Form eines Briefs an den Vater gekleidet, weil für mich war es wirklich ein Generationenkonflikt, der da ausgetragen worden ist. Frau Filbinger-Rickert, Sie haben es beschrieben in Ihrem Buch, den Abend des Rücktritts. Sie waren auf der Solitude oben mit dabei. Können Sie es einfach nochmal schildern? Wie war der Abend, als Ihr Vater nach Hause kam und kein Amt mehr hatte? Nur noch, dass das Baden-Württemberg, also nur in Anführungszeichen, dass das baden-württembergische Landesvorsitzenden der CDU, aber das auch nur noch ein Jahr? Ja, das war, für mich war das ganz schlimm. Also das war, das zeichnete sich ja schon ab in den Tagen davor. Ich war damals 27 Jahre alt, per Zufall eigentlich nur zu Hause. Und tja, also für mich brach da wirklich was zusammen. Meier Vorfelder war dabei, kam. Ja gut, wir andere. Waren ja bei im Landtag, bei der Pressekonferenz dabei. Das war schon für mich kaum auszuhalten. Und für mich war und blieb er da einfach der Vater. Ja, ich habe gesehen, wie er gelitten hat, wie er geweint hat, wie er dann ja, völlig am Boden zerstört war. Und da kam dann das Handeln und das, wie er gehandelt hat im Krieg, das kam erst an zweiter Stelle.